Furch. Furch Indigo Deluxe DCY. Was D bedeutet, ist wohl klar. Das ist Dreadnought. Was CY bedeutet, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist aber auch jetzt gar nicht so wichtig, finde ich. Ich habe hier eine Gitarre in der Hand, wie gesagt, von Furch. Und Furch ist bekannt dafür, dass sie sehr, sehr qualitativ hochwertige Arbeit machen, saubere Verarbeitung und das zu einem sehr günstigen Preis. Also bei Furch ist immer das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut, zumindest für eine Gitarre, die in Europa gefertigt wird. Und in diesem Fall haben wir es mit einem Modell zu tun, Dreadnought-Modell zu tun, was aus gefertigt ist aus einer Zederndecke, massiv. Dann haben wir ein Griffbrett und Steg aus Ebenholz. Wir haben laminiertes Mahagoni für Boden und Zargen und recht sparsame, zurückhaltende Randeinlagen und Bindings. Der Schallochring hier ist... Es besteht aus einem Holzkern aus Palisander, darum Schwarz-Weiß-Verzierungen. Ich weiß nicht genau, was das ist, ob es Holz ist oder Kunststoff. Ich nehme an, das ist Holz. Ebenso die Umrandung von Decke und Boden. Und dann haben wir Bindings aus Palisander, einen Hals aus Mahagoni, Furchmechaniken, Kopfplatte aus Palisander und alles als, also nichts Spektakuläres. Aber diese Gitarre, die spielt sich sehr, sehr leicht. Und für eine Dreadnought, da bin ich ganz anderes gewohnt. Und klingt eigentlich sehr schön. Hat einen sehr tiefen, fetten Bass. Strahlende Höhen. Allerdings fehlen ihr so ein bisschen die Mitten, die Höhen dann so kräftig und durchsetzungsfähig machen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Also sie klingt sehr durchsichtig, luftig, wie oft das der Fall ist bei Mahagoni-Gitarren. Die Gitarre, die man einfach leicht spielen kann und die schön klingt, will ich mal sagen. Und das Besondere hier ist, dass wir, wenn wir reingucken, sehen wir nur die äußerst saubere Verarbeitung, aber zum Beispiel keine Bodenleisten und keine Mittelfuge, keinen Fugenbelag für die Mittelfuge. Das liegt daran, dass das Holz ja laminiertes Holz ist und in diesem Fall ist es in die Form gepresst. Das heißt, laminiertes Holz besteht ja aus mehreren Schichten, die verleimt werden, die dadurch sehr, sehr stabil und auch rissfest werden. Und in diesem Fall wurde es also in eine Art Hohlform reingepresst beim Verleimen, sodass es hinterher diese Wölbung automatisch behält. Gut gemacht, finde ich, was auch ein bisschen Gewicht spart. Die Gitarre ist ohnehin ziemlich leicht, finde ich. Das Schwerste ist noch der Kopf hier. Aber sie ist nicht unbedingt das, was man kopflastig nennen würde. Sie liegt gut und diese Leichtigkeit, vielleicht ist es nur so ein Eindruck von mir. Ich habe das öfter schon bei leichten Gitarren erlebt, dass die leichten Gitarren auch sehr durchsichtig klingen. Das ist sehr schön. Dabei habe ich jetzt gerade mit den Fingerkuppen gespielt. Wenn ich jetzt Picks anziehe, dann macht sie das natürlich auch mit. Also natürlich ist es nicht, aber sie hat also sie macht nicht automatisch zu. Sie wird eine ganze Ecke lauter. Die Obertöne werden natürlich auch betont. Na, also, das macht sie gut mit. Wenn ich
ich ein Plektrum hätte, würde sie auch das gut mitmachen. Also mein Daumenpick ist ja fast wie ein Plektrum. Also ich würde mal sagen, das ist eine Gitarre, die einen rundum zufriedenstellen kann. Und sie kostet, also der empfohlene Verkaufspreis ist 960 Euro. Das ist allerdings ohne Gigbag, dann kommt sie im Karton. Aber ich gebe euch einen Tipp, die Gigbags von Furch, wenn man das dann extra auch kaufen muss, aber die sind toll. Die Gigbags, die sind sehr, sehr stabil und gut gepolstert. Diese Gitarre für mich eine klare Empfehlung für Leute, die also nicht so viel ausgeben wollen. Und 960 Euro, finde ich, ist durchaus mehr als angemessen für eine Gitarre, die hundertprozentig in Europa gebaut wurde. Und ich habe die Fabrik auch gesehen, Furch macht wirklich sehr saubere Arbeit. Und das ist die Indigo Deluxe DCY.